Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ismos und Wokkes Scrap Mechanik. Tag. Guten Tag. So, jetzt bin ich auch im Bild. Ein großartiges Intro. Und jetzt ist er wieder weg. Man kann ja echt gut hüpfen damit. Wie gesagt. Gott, oh Gott. Wie gut, dass die Servomotoren nicht raketenbetrieben sind. Ach, das finde ich immer noch so schade. Ja, wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, gefühlte 1000 Folgen. Was hast du? Das ist echt gut. Ja, hervorragend. Wir haben jetzt gefühlte 1000 Folgen an Aufzügen gebastelt. Und. Es knickt ab. Ich muss. Und ich muss feststellen, dass man mehr Spaß mit einer Aufzugplattform bereiten kann, als mit vielen anderen Spielen. Ich muss feststellen und zu meiner Schande gestehen, dass wir jetzt wirklich viel zu viele Folgen schon... Was? Ismo! Ich versuche hier mit unseren Zuschauern zu sprechen. So, ja, das kannst du ja. Ja, nein, und mir ist beim Anschauen unserer Folgen aufgefallen, dass ein Glitch, der hier ja durchaus entstanden ist, als wir versucht haben, mit dem Auto hier drauf zu fahren, dass er durchaus dadurch entstehen konnte. Das ist unglaublich. Dass ich gesehen habe, dass die Stempelfüßen, auf denen der Aufzug eigentlich stehen sollte, dass die in der Luft gehangen haben. Aha. Und jetzt mache ich die Füßchen etwas länger und jetzt kommen wir nicht mehr hier drauf. Und, schade. Jetzt mache ich die Füßchen etwas länger und jetzt steht er, glaube ich, auf allen Vieren, wie es so schön heißt, und glitscht nicht auf der Erde rum. Ja. Das heißt, jetzt kann man es probieren, nochmal ein Auto draufzustellen. Aber gut, das machen wir nämlich jetzt nicht, weil ich habe durch viele Gedankengänge habe ich mich gefragt, warum wir uns das so schwer machen mit den Aufzügen. Vor allem mit dem Montieren auf der Erde und sich darüber ärgern, dass hier so viele Unebenheiten sind. Wo bist du? Was machst du? Oh. Ich bin bei meinem Fahrstuhl. Was ist so lustig? Das sah gerade witzig aus, wie die Plattform nach oben fährt. Ach, das hast du gesehen, ja? Ja. Oh. Hallo. Ja, warum wir uns das so schwer machen? Ist auch nicht. Das Allereinfachste ist, wäre und sollte es doch auch sein, schlicht und ergreifend eine Plattform an der Straße hier oben zu befestigen, die dann einfach runterklappt, man irgendwas draufstellen kann und sie wieder hochklappt. Ja, eigentlich. Eigentlich ist das so. Und um das zu bewerkstelligen, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal prototypmäßig hier, baue ich so ein Ding dahin und was machst du? Gar nichts. Achso. Oh, nein. Baue ich so ein Ding dahin und unglaublich. Das ist herrlich. Ja, baue ich so ein Ding dahin. Wenn du dazu kommst. Wenn ich dazu komme und nutze das, um... hier einen Aufzug runterzubauen. So. Warum? Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht.
Ich sollte lieber an meinem Aufzug bauen, oder? Ja, der soll ja auch fertig werden, denn ich habe mir fest vorgenommen, diese Folge das Thema Aufzüge abzuschließen. Denn wir machen ja nicht hier Aufzugmechanik, sondern Scrap-Mechanik. Und das soll ja auch mal irgendwann, wir wollen ja auch mal weiterkommen und das soll ja auch mal irgendwann nach was aussehen. Ja. Das heißt, wir wollen jetzt nicht hier 700.000 Folgen machen, nur irgendwelche wirren Konstruktionen, was Aufzüge angeht. Ich denke, wir haben viele Möglichkeiten, Mechaniken und Prinzipien gezeigt, mit denen man so einen Aufzug bauen kann. Viele gute Ideen haben wir gehabt, die noch nicht ganz so umsetzbar sind, wie es man sich vorgestellt hat. Genau, aber nichtsdesto und auch trotz. Das war jetzt verkehrt, Wocke. Das war völlig verkehrt. Ja, nichtsdesto und auch trotz ist ja unser eigentliches Vorhaben, nur die Fahrzeuge hochzukriegen. So. Und das machen wir natürlich logischer und simplerweise direkt am an der Straße selbst. Also, ne? Ja. Genau. Dass man einfach da hochfährt mit was auch immer. Und dass man dann da da oben drauf fahren kann. Denn wir wollen ja die Straße weiterbauen. Das soll ja eigentlich schon eine achterbahnartige, gigantische Konstruktion werden, eine Teststrecke sondergleichen in diesem Terrain. Und somit lege ich den Aufzug to go zu unserem Friedhof der Kuscheltiere. So. Ja, und nutze unseren Hubwagen übrigens, um den neuen Aufzug fachgerecht an die Straße dran zu bauen. So, dazu setze ich mich erstmal rein. Und fahre ihn an die Stelle, die ich haben möchte. Und das dauert lange. Weil der, Wagen sehr langsam ist. Und da fällt mir ein, ich wollte den ja eigentlich noch hübsch machen und fertig bauen. Und wollte ihm ja auch einen Fahrmodus und einen Baumodus verpassen. Aber naja. Wie man das halt so kennt, ne? Damit müssen wir jetzt leben. Genau. So, aussteigen. Und nicht rauskommen. Warum nicht? So. Ich glaube, den brauche ich gar nicht ausfahren. Weil ich glaube, es reicht, wenn ich oben drauf hüpfe. Ich komme nicht hoch. Na gut, dann muss ich ihn doch ausfahren. Eins, zwei, drei. Hey. Eigentlich denke ich ja auch schon wieder ein bisschen drüber nach, wie ich dich ärgern kann, ne? Warum? Ich weiß nicht. Ich habe Lust dazu. Du sollst mich nicht ärgern. Wieso denn nicht? Nein, ich bin ein zart beseitetes Wesen. Was ist daran so lustig? Das ist nicht lustig. Ein bisschen. So, aussteigen. Drauf da. Was hast du jetzt nochmal geplant? Verrate ich dir. Essen. Ja, auch einfach rüber gucken, dann sehe ich es ja. Nein, du boykottierst mich. Vielleicht. Ja, ich befürchte das. So. Nein, ich baue einen einfachen Aufzug. Muss mich mal ganz langsam ranschleichen. Nein, ich baue einen einfachen Aufzug. Nach folgendem System. Was machst du schon wieder? Achso. Ja, nichts.
Ich schleiche mich an. Ja, ja. Ich drücke Bildknöpfe, damit du in Panik gerätst. In Panik geraten nicht, aber ich bin äußerst skeptisch geworden. So, und der kommt da dran. Und genau, El Würfel kommt da dran. Und ist das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ja, es ist richtig. Ist es richtig? Ja. Nein, es ist nicht richtig. Ich muss dahinter bauen. Was denn jetzt? Ich muss rückwärts fahren. Ich muss es dahinter bauen. So. Genau. Ja, und hier kommt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt das? Geht das? Bestimmt. 7, 8, 9, 10. Machen wir es einfach mal so. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Ich habe so unglaublich Lust, irgendwas bei dir zu machen. Dieses Lachen. 1, Baumel. Halt still. 2. 10. Ich habe mich kurz erschrocken. Warum? Stein vom Himmel gefallen. Ein Stein vom Himmel gefallen? Ja. 9. Ja. Warum denn auch nicht, oder? Ja, warum auch nicht? Jeder sollte einen haben. Ja. Dann. Vor allem die, die einfach so runterfallen. Richtig. Davon braucht jeder einen. So, dann müssen wir jetzt aber auch warte mal, in welche Richtung bauen wir das denn? So, und dann nach da. Dann machen wir den hier hin. Den Controller. Nein. So. Schnupp. Was? Schnupp, habe ich gesagt. Und wie war das mit Schwuppdiwupp? Schwuppdiwupp. Und jetzt kommt da noch eine Reihe hin. So. Das sieht gut aus. Nee. Ach, egal. So. Dann muss da ein Schalter hin. Den machen wir erstmal da oben hin. Genau, und den verbinden wir jetzt damit. So. Und den Fifi programmieren wir jetzt, denn da soll der erste muss sich um 90 Grad drehen, der zweite um 180. Der dritte? Und der dritte auch. So. Klick. Falsche Richtung. Jetzt gern gesehen. Nicht gut. Warum nicht? Weil zu weit. Also, der dreht sich um 90. Nach Blau der auch und der muss sich dann so drehen. Und zwar nicht um 180, beziehungsweise nicht um 90, sondern den machen wir jetzt einfach mal um 80. So.
Nein. Nein. Das ist auch doof. Dann machen wir den unten kürzer. Genau. So, und dann kann der auch wieder nach 90 Grad. So. Genau so wollen wir das haben. Und dann geht nämlich auch automatisch die Rampe, weil... Genau, weil die Rampe klappt ja dann eh hoch. Genau, die Rampe klappt ja dann eh hoch, da muss man rauffahren. So. Genau, und das System, was dahinter steht, ist jetzt dieses. So. Ich habe einen extravaganten Fahrstuhl gebastelt. Ist das so? Ja. Ich bin gespannt. Einen, wo die Plattform sich einfach runterhängen lässt. Aha. Ich wollte nämlich gerade nach oben drücken auf den Knopf und ich bleib unten. Ah ja. Warte, gucke ich mir sofort an. Muss mal eben die Light-Version von dem Aufzug bauen. So, denn wenn das gebaut ist, dann ist der Rest nur noch ein Kinderspiel. So, das Ding verbinden wir damit. Schwupp. So, und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, ist das ganz schön bescheuert, weil... Ruckelt es bei dir? Nö. Nee, bei mir schon. Warum? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Das ist ganz schön bescheuert, denn der Aufzug hält jetzt dahinter. Er soll davor halten. Pong. Pong. Das heißt, wir... Das geht so nicht. Schön gedacht, Wocke, aber miserabel durchgeführt. Ich gelobe Besserung, habe einen konstruktiven Anfängerfehler gemacht. Indem ich einfach ja. mir Arbeit sparen wollte, die aber zwingend notwendig ist, um das... Funktionieren in perfekter Form herzustellen. So, also nochmal, wir nehmen auch dazu nicht mehr diese Blöcke, die lassen sich einfach schwierig verbasteln. Wir nehmen dazu den einfachen Teilblock. So, also, es kommt dort oben hin ein Block. Dieser Block wird mit einer, warte mal, der klappt hinterher drunter, der Aufzug. Klappt genau, ran, um genau zu sein. Okay, dann kriegt er da eine Scheibe hin, ein Klötzchen dran und 1, 2, 3, 4, 5, machen wir es so, eine Scheibe, zack, und halt direkt immer verbinden. Nein! So. 2, und jetzt kommt hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. So, noch eine Scheibe. Klick. Die auch direkt wieder verbinden. So. Zack.
Das geht ja nicht. Verbinden. So. Der erste dreht sich um 90 Grad nach blau. Der zweite dreht sich um 180 nach blau, richtig? Ja, der dritte um und der vierte auch. So. Einmal das Dings einstellen. 90, 180, 180, 180. Hast du das schon gesehen? Was denn? Nichts. Scheinbar hast du es noch nicht gesehen. Nichts ist komisch. Nichts. Was ist wo? Nichts, alles gut. Was? Was? Nichts. Was hast du getan? Wo bist du? Ich bin bei mir. Ach, du hast es schon wieder, okay. Ja gut, dann hast du es. Na gut. Was habe ich? Hast du dein, dieses schöne Fahrzeug hier wieder repariert? Wie repariert? Ich hab's schon kaputt gemacht. Es hat sich, hier, dein Dings ist da, oben. Wie, oben? Deine Plattform ist da oben und ich hab's so vorhin, Dann holst du sie wieder runter. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ich hab das vorhin so geschafft, dass sich die Teile ineinander verkantet haben. Dann setzt man sich auf den Fahrersitz. Nein. Drückt die Knöpfe. Nein. Alter. Genau so geht das schief. Richtig. So. Und jetzt Finger weg. Bau deinen Aufzug. Ja. So. Verschwinden. Denn wir haben nicht mehr lange Zeit, dann ist die Folge auch schon wieder rum und dann wollen wir ja eine fähige Aufzugmaschinerie präsentieren. Also ich zumindest. Ja, ich glaube, das wird bei mir nichts. Wie, das wird nichts? Willst du unseren Zuschauern etwa sagen, dass wir beide nicht fähig sind, einen Personenaufzug zu bauen? Ich wäre beide ich. Bleiben wir bei den Fakten. Ja, es tut mir furchtbar leid. Das. So, 180. Ich hab aber auch einfach viel zu viel Quatsch im Kopf. Ist das so? Ja. Nicht? Ja, besser das als manche haben gar nichts im Kopf, ne? Ich meine. Ja. So, jetzt habe ich den gleichen Fehler wie gerade schon wieder gemacht. Aber das können wir ja... Dem können wir Einhalt gebieten. Indem wir da noch eine Scheibe hinmachen. Und ein Klötzchen drauf. Das verlängern. Zack. Auch noch verbinden. So. Zack. Und einmal drehen. So. Und hier kommt jetzt im Prinzip der Aufzug dran. So. Das müssen wir auch noch verbinden. Da müssen wir mal gucken. So, der muss nämlich jetzt in, wenn der hinten runterklappt nach blau, muss der genau in die entgegengesetzte Richtung. Also so, jawohl, dann wird ein Schuh draus. Aber dann auch wieder nur 90 Grad und nicht 180, genau. What? Ja. Was? Das war nicht geplant. 680 und der muss 90 Grad. So. Dann klick. Oh. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Da müssen wir, glaube ich, aus den 5 immer nur 4 machen.
dann passt es. Sonst wird es schwierig. Ach nee, wir können ja. Ach so, nö. Können wir ja. Ha, können aha. Wir, können wir anders machen. Können wir einfach. Nein. Das weg, das weg, das weg. Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Ja, was denn? Das weg. Nee, nee, doch, ist schon alles gut. Ich habe jetzt, war ein Denkfehler meinerseits. So. Genau, das ist ja völlig egal, wie lang das Ding hier ist. Hm. Genau, wichtig ist, dass es sich hochklappt, weil hier können wir ja jetzt den Würfel dran machen und das beliebig verlängern. So. Zack, und der muss nämlich jetzt, was haben wir gesagt? 90 Grad, genau. So, zack. Und der 90. Jawohl. So, und da kommt nämlich jetzt auf den Klotz. Der letzte Knöpfchen. Ein Träumchen. So, das ist wirklich ein Träumchen. Dann kommt hier oben die Plattform drauf im Prinzip. So. Dann ist die Aufzugplattform nämlich jetzt fertig. Und sie fährt auch hoch. Und zwar ganz formidabel und stößt sogar genau da an, wo sie anstoßen soll. Ich bin begeistert. Was? Nix, ich habe gejubelt. Also. Jubel. Hat man das etwa nicht gehört? Naja. Es klang wie, weniger wie Jubel. So. Autsch. Was war das? Ich habe mich durchs Dach geschossen. Hast du das gesehen? Nein, ich habe es gehört. Ich habe mich durchs Dach geschossen. Auch schön. Hier, guck, ich bin's hier oben. Ja, ja, ich sehe es. Toll, oder? Großartig. Ich habe einen Katapult gebaut. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Es war jetzt aber echt nicht absichtlich, das war tatsächlich mal aus Versehen. Nein, ich hab's kaputt gemacht. Nein, jetzt hab ich's ganz kaputt gemacht. Oh, es ist ein Knopf ist durch das Level durchgefallen, durch den Boden. Was hast du denn jetzt schon wieder? Nee, hier, ein Knopf liegt hier oben. Was? Der liegt oben? Einer liegt hier oben, drauf. Aha, der ist dann hin und wieder hergefallen. Der ist gerade nach unten durch den Boden gefallen. Ich habe den Videobeweis. Hin und wieder zurück. Unglaublich. Was hast du denn jetzt schon wieder kaputt gemacht? Ich habe den Controller einfach mal weggenommen. Ach so. Wollte dir eigentlich präsentieren, wie schön mein Aufzug funktioniert. So, machen wir es nochmal. Geht ja zum Glück recht schnell. Also. Ja. Sieht lustig aus jetzt gerade. Nein! Was? Mein Fahrstuhl ist oben. Ich kann den Knopf nicht betätigen. Toll. So. Was lachst du? Sieht so lustig aus. Nein! Ich bin runtergefallen. So. Zack. Also, 90 Grad nach Blau. 180. Dann kommen wir jetzt zur finalen Präsentation unserer Aufzugmechanik. Und den werde ich dann dementsprechend fertig bauen, weil so wird es funktionieren und nicht anders. Und ja, genau. Wenn der fertig ist, dann haben wir einen und den nehmen wir dann auch. Oh. Hast du das gesehen? Das klappt ja super. Ja, schön. Nein, ja, nach oben. Jetzt komme ich,
Jetzt komme ich nicht mal an den Aufzug dran. Nein, 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 stopp, stopp, nein, ich wollte den Knopf nochmal drücken. Jetzt ist richtig. Nein, das ist nicht richtig. Das sieht komisch aus. Nein, mich nicht, nein, 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 nein. Was denn? Ich wollte ihn doch nur wieder nach unten bringen. Nein, das ist ja ganz durcheinander. Nein, nicht nochmal drücken, ich komme noch nicht da dran. So, jetzt warte, sonst kann ich nicht hier, sonst treffe ich gar nichts. Also, der muss so rum, der muss so rum. Das ist nicht witzig. Oh Mann. Wir können's, wir kriegen es nicht hin, auf Fahrschule zu bauen, das ist doch... Und der muss so rum. Nee, so rum. Dann lasse ich das lieber mit der Idee, ein Flugzeug zu bauen, oder? Das wäre für die Menschheit besser. Ich meine, wenn ich nicht mal einen Aufzug hinkriege. Ja, das ist schon schwer. Wir sind schon Pro-Gamer, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt habe ich den Schalter schon wieder abgemacht. So. Komm her, du Schalter, du. So. Nochmal. Also. Ja, fast. 90 Grad nach da. 90 Grad nach da. 90 Grad nach da. 90 Grad nach... nein. Hörst du es eigentlich immer krachen? Ja. Okay. Na gut. Oh. Jetzt ist es ganz lustig. Ist er denn jetzt ein- oder ausgeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Nee, er muss... Er muss ja aus sein. Ich habe ein Abwehrschild gebaut. Was hast du gebaut? Ein Abwehrschild. Falls mal jemand mal auf uns schießen sollte, habe ich eine Mauer gebaut, die sich selber aufstellt. Guck mal bei mir. Was ist das? Das sollte eigentlich ein Aufzug werden. Kannst du mal reingehen? Ich komme nicht hoch. Du sollst ja auch nur reingehen. Ja, ich muss ja erstmal hoch. Dafür nehme ich unseren völlig überdimensionierten Aufzug. Nein, du solltest unten rein. Ach so. Egal. So, Achtung. Betätige mal einen Knopf, bitte. Ja! Ein Katapult! Ich sag's. Großartig. Katapult, das gleichzeitig eine Schutzwand ist. Ja, es sind schöne Sonnensegel vor allem. Okay. Ja, schlups. Ich habe hier so ein paar Komplikationen mit meinem Aufzug hier hinten. Und wie ich den wieder irgendwie hinkriege, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich dachte, wir wollten in der nächsten Folge eigentlich schon zeigen... Wie gut wir sind. Ja, ja, ja. Natürlich. Nicht einschalten. Warum denn nicht? Weil das... Nein, nicht einschalten. Das funktioniert nicht, wenn du es einschaltest, weil ich muss das doch einstellen, wenn es nicht eingeschaltet ist. Warum ist das Ding denn jetzt total verkehrt hier? Ich weiß es nicht. Was macht es? So. Sich aufrichten. Was ist das? Warum ist es so? Ich weiß es nicht. Kannst du bitte mal aufhören zu schalten? Ich glaube, es hackt. So, warum... Ja, nein. Ich kann nicht mehr.
Ich muss alles nochmal neu bauen. Okay, liebe Zuschauer, ich mache das nochmal ordentlich und hübsch und schick. Und wie das dann aussieht, seht ihr in der nächsten Folge von Ismos und Focus Scrap. Janik, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.